Da ist jetzt sogar gut Geld rumgekommen. Die 5 Ballen Seite dürften noch einiges bringen. Nein, Dankeschön. Ach ja, wir hängen schon wieder an einem Fitzelchen rum. Dankeschön. Ach, Tabak hatten wir auch dazwischen noch. Gut. Jetzt haben wir definitiv genug für die Caronades. Die es hier aber nicht gibt. Die soll es da oben in Foggy Harbor geben. Dass man immer wieder dem Ding da hängen bleibt, also verstehe ich nicht. Es war okay, dass sie es gemacht haben, dass man nicht quer durch die Insel fahren kann, aber dass man an solchen kleinen Dingern da hängen bleibt, naja. So, das sind die Dinger, die wir nehmen sollen. Schauen wir mal. Okay. Gut, dann halt so. Haben wir noch ein bisschen Geld über. Was ist das denn da? Okay, da können wir nichts reinpacken. Ja, Segel und so weiter hätte ich ganz gerne etwas gehabt, aber anscheinend gibt es ja nur Standard, ne? Simple, simple, simple immer. Da gibt es immer noch nur die beiden Schiffe. Flammenwerfer! Pistole haben wir. Fernglas nehmen wir nicht. Okay. Ich habe momentan so kleine Hustenanfälle gerade. Das nervt ein wenig. Precious Gems, okay. Edelstein, also nochmal eine Stufe besser wahrscheinlich. So, was sagt die Mannschaft? Sie würde sich gerne heilen lassen, aber leider haben wir nichts zum Heilen. Vielleicht sollte man was einkaufen, ne? Nicht immer das ganze Geld für Rum raushauen. Obwohl, die würden sich lieber mit Rum besaufen, statt sich hier irgendwie heilen zu lassen. So, effizient 110%. Warum nur 110? Verbessern, verbessern. Ups, nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich. Ja, 300 kostet uns der. Okay, nehmen wir mal den. Ach, wir haben ja schon, ne? So, tschüss mit dir. Hallo, du. Du wirst verbessert, ausgezeichnet. Ja, dich verbessere ich auch, ist ja gut. Muss man ja irgendwann befördern, die Kleinen. So. Und wir, das sind jetzt keine Wunderkanonen. Oh. Schon wieder an der Insel hängen geblieben. Feuern, feuern, feuern. Nicht schnell genug gefeuert. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Komm doch mit der Nase rum. Ich habe mit meinem Schiff gesprochen und gesagt, es hasst mich. Ups, da. Okay, ehrlich gesagt, ich kann jetzt keinen Unterschied zu vorher feststellen. Die Reichweite scheint aber größer zu sein. Sitzen würden. Ich sammle hier gerade die Ressourcen so ein bisschen ein, damit wir unser Schiff gleich wieder instand setzen können, nachdem es untergegangen ist. Ja, also die Reichweite ist definitiv größer. Das ist wohl der Vorteil dieser Kanonen.
Jetzt müssen sie nur noch treffen und Schaden machen. Okay, muss man jetzt Distanzkämpfe machen, also wirklich große Distanz. Hat er die Segel schon wieder eingeholt? Ich glaub's ja nicht. Die Kämpfe jetzt extrem hin, aber scheint zu gehen. Sofern man nicht dauernd auf irgendwelche Inseln aufläuft und sich damit halb selbst versenkt. Gut, also wenn wir die Feinde jetzt ordentlich auf Abstand halten können damit und dadurch dann die Kämpfe gewinnen, gut, dann geht's ja schon mal besser. Nein, es liegt immer noch irgendwas rum. Nein, irgendwo da hinten. Irgendwo liegt jetzt noch ein Fässchen mit ein paar Goldblumen. Das finden. Ja, ich bin gerade hin und her gerissen, weil sich das jetzt hinziehen kann. Oh, da. Hinziehen könnte, bis man das ganze Zeug findet, was hier noch rumliegt. Und das ist natürlich blöd. Oh, hier ein bisschen vom Gas gehen. Oh, das war's. Gut. Nein, keine Piraten angreifen. Nochmal Schiffe repariere. Och, das ist... Die werden immer verwundet. Das gibt's nicht. Nee, wieder der falsche. Den da. Ja, Medizin müssen wir. Müssen wir ja kurven. Da war sonst nichts, ne? Kanonenkugeln, die werden rauskommen. Ich schieße nur noch mit normalen Kanonenkugeln. Und ich überlege gerade, ob wir wieder auf die umsteigen. Die haben sogar eine höhere Reichweite. Das heißt, oh, wir könnten noch weiter schießen. So. Und die rostigen hauen wir wieder raus. Dim, 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 dim. Dann gucken wir mal, ob wir damit hinkommen. Und die haben immer... Scheint fest zu sein, das Artefakt, was es hier gibt. Ja. Gut, also jetzt bin ich wieder etwas glücklicher. Und, ja, gucken wir mal. Ach so, da. Ich wundere mich gerade, dass es nur einer ist. So, jetzt würde ich natürlich gerne versuchen, Abstand zu gewinnen. Um eben die Reichweite der Kanonen auszunutzen. Aber da haut der erste auch schon ab. Und die Kamera hier nervt. Das finde ich echt fürchterlich. Dass man da dauernd gezwungen ist, das hinzunehmen. Wie, es ist nur noch einer da? Hey! Irgendwie schieße ich... Also die erste Welle hier gerade ging nur ins Wasser. Oh, komm rum. Das klappt noch, das klappt noch. Nein, das klappt nicht. Ja, okay. So wird das Ganze natürlich auch nichts.
Wenn die sich alle einfach verpissen, ist jetzt nicht Sinn der Sache gewesen. Ja, ich kann das schlecht einschätzen. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas weniger zielgenau sind. Kann mich dann natürlich täuschen. Schon wieder fast zu dicht dran gewagt, ne? Ja. Das Kissen hätte sie wohl einsammeln können. Jo, ne? Jetzt kommt die lange Session des Einsammelns. Das zieht sich hin, weil bis da hinten da noch was liegt. Rostige Kanonenkugeln, das hat sich ja gelohnt. Ja, es bleibt nun nichts anderes. Wir müssen das Ganze hier einsammeln. Ich kann natürlich das nehmen, aber ja, jedes Mal 75% Verlust. Nee. Nee. Erst recht nicht, wenn wir uns ein Schiff für 20.000 Gold kaufen wollen. Ne? Da muss man ja alles einsammeln, was geht. Schwimmt da was im Wasser? Nee, ne? Aber da ist noch was. Geschickt. So. Da ist niemand, der Informationen teilt über die Meerjungfrau. And what they want from the... Achso, über die Meerjungfrauen und was sie von den armen Matrosen wollen. Möchte niemand teilen, die Informationen. Verstehe ich gar nicht. Doch, wir haben nur Medizin, wir haben ein paar Kugeln, die wir eh nicht benutzen. Du hast noch ein Artefakt. Ach, Mörser, 7000. Mhm, okay. Bisschen viel. So viel haben wir nicht. So viel haben wir nicht mehr ansatzweise. Schnell verschwinden. Tschüss. Nein, nein. Oh, schön drin bleiben. Hm,
Ja, ich muss ehrlich zugeben, diese ewig lange Session, bei der wir hier so rumhampelten und quasi immer kurz vorm Aus waren, die hat mir eine Menge Spielspaß genommen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da ist wirklich eine Menge Laune bei Flöten gegangen. Ich würde gerne mal diese legendären Kreaturen sehen. Dass man vielleicht darüber vielleicht ein bisschen Spielspaß wieder kriegt. Ich versuche ja die Quest zu verfolgen momentan. Aber ja, wenn man bei den Quests immer nur gesagt kriegt, es will keiner mit dir reden, dann kommt man auch nicht wirklich voran. Oh hier. Also ja, offensichtlich die Carronades sind nur zu empfehlen. Dann schön auf Distanz halten den Gegner. Wenn er mitmacht und nicht einfach flüchtet, dann ist das auch okay, dann läuft es. Ist da noch ein Schiff von uns tatsächlich? Hat sich mal wieder festgefahren. Ah, alles Inselstürmer. Inselbegabung von Fallout 4. Sie sind nicht dumm, nur anders. Ne? Blöd, Mann. Und ich möchte einmal hier auf einer Karte gut Wetter haben. Einfach mal schönen Sonnenschein, ruhige See, das wäre doch mal was. Windstille. Die Schiffe stehen still und ja, nichts passiert. Spannung pur. So, es liegt immer noch was rum. Was? Ehrlich? Jetzt geht das Gesuche los. Wo wird das wohl sein? Wo versteckt sich das Kistchen? Leuchtdingend sehe ich nirgends. Okay, ja, einfach raus hier und tschüss. So, ich lege mal an dem Hafen an, denn ich werde hier schon wieder einen Cut machen und die Folge beenden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.